Herzlich willkommen zu unserem Tutorial GUI-Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich hatte ja letztes Mal schon versprochen, dass wir uns jetzt mit den Radio-Buttons beschäftigen. Was ist ein Radio-Button? Nun, am besten schauen wir uns das einfach mal in der Praxis an und ich öffne euch mal das kleine Programm, was ich mit euch programmieren möchte. So, ganz so viel hat sich nicht dran geändert, wieder soll von einem Label das Bild verändert werden und wir haben hier neben die 6 verschiedenen Sachen zur Auswahl. Es ist also im Prinzip wie eine Liste, aber ich habe eine andere grafische Darstellung und natürlich lässt sich das auch für andere Sachen verwenden als eben eine solche Listbox. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Ameisenbär klicke, dann wird Ameise nicht mehr ausgewählt sein. So, ich zeige euch das mal. Und gleichzeitig wird mir hier das Bild auf den Bildschirm gebracht. Und so kann ich einmal durchklicken und das funktioniert außerordentlich gut. Ich kann nur eine Möglichkeit aus den 6 herausziehen. So, und das schauen wir uns in den folgenden Videos an. Wir machen das ein bisschen langsamer, weil wir uns das eben auch gründlich ansehen möchten. So, als erstes brauchen wir unsere Liste mit den Images. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wechsle Bild, den Befehl, den werden wir uns auch erhalten, obwohl wir das ein bisschen umgestalten müssen. So, dann brauche ich auf jeden Fall das Label, aber den Button brauche ich gar nicht mehr. Den hattet ihr gesehen, der ist weg. Dann können wir uns die ganze Liste mitsamt der Scrollbar können wir uns auch weglöschen. Und nun hier unten den Button, das können wir auch alles wegmachen. So, und so bleibt uns so ein kleines Rumpfprogramm übrig. Gut, so. Das ist das Erste. Dann, um das schön anzuordnen, setze ich meine Radio-Buttons in einen Frame hinein. Den habt ihr natürlich jetzt nicht gesehen. Wie gesagt, diese Frames sind ja unsichtbar. Frame und der wird an das Hauptfenster gebunden, an Root. Also, und das Erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich mir meine Radio-Buttons definiere. Radio-Button. So. Und das mache ich folgendermaßen. RB0, das ist mein erster Radio-Button. Und dann rufe ich den Konstruktor auf, Radio-Button. Ja, so. Setze das als Master, setze ich den Frame und nicht das Hauptfenster. Ich möchte das ja im Frame auch veröffentlichen. So. Und als Text setze ich dann gleich Ameise. Das ist der Text, der dann auch dahinter ausgegeben wird. Dann muss ich dem Ganzen einen Wert geben. Das erkläre ich euch später, was das soll. Und damit haben wir erstmal unseren Konstruktor. Ihr werdet dann gleich sehen, das macht noch gar nichts. Das liegt daran, dass dieser Befehl noch unvollständig ist. Da kommen noch ein paar Sachen hinein. Die gehören dazu. Na, was macht denn hier? So, und ich kopiere das mir jetzt 5-mal, damit ich dann hier 5, da 4, da 3, da 2 und da 1. Das ist das Erste. Die Value, den Wert, das ist der Wert, der zurückgegeben wird, wenn der Radio-Button angeklickt wird. So, und das soll natürlich jedes Mal einen anderen Wert haben, damit wir das gut unterscheiden können. Wie dieser Wert aussieht, das bleibt euch überlassen. Manchmal kommen hier auch kleine Rechnungen hinein. Das kommt eben auf die Umstände drauf an. So, der Ameisenbär kommt hier rein. Dann kommt hier die Mandel. Der Apfel. Die Bakterie. Und das Gehirn. Gut, so, und damit hätten wir das im Prinzip schon. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, dass wir das Ganze auf den Bildschirm bringen müssen. Als Erstes müssen wir hier mal
das Label etwas anders auf den Bildschirm bringen, nämlich mit einem Pack und Side is left, denn das soll uns auf der linken Seite des Bildschirms erscheinen. Und dann packe ich einfach den Frame mit dazu, frame.pack. Da muss ich dann nichts angeben, denn wenn das nur ein Element hat, dann ist das auf jeden Fall rechts. Und so haben wir das einmal zweigeteilt, das Fenster. Gut, das war das erste. Und als nächstes möchte ich dann mit dem Grid in den Frame die Radio-Buttons packen. Also nehme ich zum in sichtbar machen, nehme ich nicht den Befehl Pack, sondern Grid. So, und dann definiere ich die Reihe 0. Column lasse ich weg, weil Column brauchen wir nicht. Wir haben nur eine Spalte. Ich brauche die Row, also die Reihe oder Zeile, vorwiegend dazu, um jetzt das Folgende zu machen. Ich gebe Sticky ein und gebe dort ein W, weil das eben an den linken Bildschirmrand rücken soll. So, und das war's auch schon. Und das kopiere ich mir jetzt auch 6-mal. So, jetzt muss ich natürlich nicht immer denselben Radio-Button auf den Bildschirm bringen, sondern verschiedene. Und dann muss ich hier natürlich auch noch die Reihen ändern, sonst würde der mir das alles in eine Zelle hineinpacken und übereinander legen. Das sieht nicht besonders schön aus und deshalb werden wir das jetzt so machen. So, ich streiche das und schaue mir mal mein Zwischenergebnis an. So. Und wie ihr seht, das sieht erstmal schon so aus, wie ich das haben wollte, nur das mit dem Anklicken. Naja, also das müssen wir noch besser hinkriegen und das zeige ich euch dann aber im nächsten Video. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann klickt mir bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, unten in den Kommentaren ist viel Platz. Ich schaue mir das gerne an und gucke, ob ich euch helfen kann. Kann ich natürlich nicht versprechen, weil manche Sachen sind echt knifflig und so weit bin ich dann selber auch noch nicht. Aber falls ihr einfache Fragen habt, wartet noch mal ein bisschen auf die nächsten zwei Videos, denn vielleicht werden die genau dort erklärt. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Ausprobieren und beim Programmieren.